Gut, dass Sie da sind. Wir haben Nachrichten aus dem Erzgebirge für Sie und das sind drei davon schon mal vorab. Ehrenamt kontrovers, Diskussion in der Tenne. Pflege intern, Einblicke bei Gut Förstl. Und Feuerwehrmusik lebendig, Kapelle ist 95. Je weiter die Woche voranschreitet, so habe ich jedenfalls das Gefühl, umso schwieriger werden die Themen. Glück auf zur heutigen Bergzeit. Haben wir bisher immer von einem stabilen Erzgebirgskreis gesprochen, sieht das finanziell aktuell ganz anders aus. Die Auflagen der Landesdirektion als Kontrollinstanz sind eingetroffen. Dazu auch gleich mehr. Weil aber Mittwoch ist, setzen wir die schöne Tradition fort und fragen Sie mal nach einem Ereignis. Überlegen Sie mal mit. Die Meinertsche Spinnmühle in Lugau, 1812-13 als Baumwollspinnerei errichtet, war die letzte der eindrucksvollen Fabrikbauten des aus Chemnitz stammenden und in Schlettau begrabenen Architekten Johann Traugott Lohse, dem auch die Kirchen von Reichenbrand und Grünhain oder auch der Turmhelm an der Annenkirche Annaberg zugesprochen werden. Auch hier kam mal der Tag, da lag das Fabrikgebäude in Schutt und Asche. Wir wollen wissen, wann war das? Gesucht ist das Jahr. Die Antwort gibt es am Ende der Sendung. Und nun zu weiteren Nachrichten. Die Landesdirektion Sachsen hat mit Bescheid vom 5. Juni den Doppelhaushalt 2023-24 des Erzgebirgskreises unter Auflagen genehmigt. Damit kann der Landkreis neue Kredite in Höhe von 16 Millionen Euro in 2023 und in Höhe von 12 Millionen Euro in 2024 aufnehmen. Der Erzgebirgskreis ist in keinem der Haushaltsjahre bis 2027 in der Lage, die geplanten Aufwendungen mit den erzielbaren Einnahmen auszugleichen. In den Jahren 2023 und 2024 gelingt der Ausgleich allerdings mittels Rücklagen aus vergangenen Jahren. Dabei werden diese jedoch vollständig aufgebraucht. Nach Angaben der Landesdirektion bestehen Anhaltspunkte für eine eingeschränkte finanzielle Leistungsfähigkeit des Erzgebirgskreises. Aufgrund neuer Kreditaufnahmen steigt die Verschuldung vom 1. Januar 2023 bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes am 31. Dezember 2027 um insgesamt 13 Millionen Euro auf 60 Millionen. Hinzu komme ein vorübergehender Kreditbedarf zur Finanzierung der Auswirkungen der Energiekrise. Der Erzgebirgskreis werde bis 2027 auch in keinem Jahr in der Lage sein, die Eigenmittel für Investitionen zu erwirtschaften. Um das drohende Haushaltsdefizit abzuwenden, müsse der Landkreis Sparmaßnahmen prüfen und ergreifen. Des Weiteren muss der Erzgebirgskreis prüfen, inwieweit eine weitere Erhöhung der Kreisumlage künftig zur Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit beitragen kann. In einer Stellungnahme sieht der Erzgebirgskreis keinen Hinweis auf eine verfehlte Haushaltspolitik und verweist auf explodierende Sozialausgaben in Bereichen, die ihm als Pflichtaufgaben übertragen wurden. Darauf habe der Landkreis keinen Einfluss, müsse sie aber umsetzen. Zugleich fordert er eine adäquate Ausstattung mit Finanzmitteln für diese Bereiche. Dazu gehören neben dem Sozialbereich auch ÖPNV und Schülerbeförderung. In Niederwürschnitz traf am Dienstag Lokalpolitik auf Landespolitik. Es ging um das Thema Ehrenamt. Mit Michael Kretschmer hatte sich der Ministerpräsident des Freistaates Sachsen höchst selbst an der Diskussion beteiligt. Mit ihm standen Niederdorfs Bürgermeister Stefan Weinrich, CDU, und die Chefin der Sächsischen Bürgerstiftung Katrin Sachs am Diskussionspult. Es ist so, die Deutschen sind wesentlich mehr engagiert für andere Menschen, gestalten ihr Umfeld
mehr als in manchen anderen Regionen der Welt. Und deswegen gibt es auch diese Institution, eingetragener Verein. Und ich finde, die Haltung, die die Politik haben sollte, ist die, solche Dinge zu ermöglichen. Nicht im Weg zu stehen, sondern Hilfe zur Selbsthilfe zu geben, dafür zu sorgen, dass die Menschen, die sich selber ihre Ziele gesetzt haben, Projekte haben, die ihr Umfeld gestalten wollen, dass sie das möglich machen. Sachsen habe, so Kretschmer, die Mittel vielfach aufgestockt und in die jeweiligen fachlichen Hände gegeben. Beim Sport, bei der Feuerwehr, bei der Denkmalpflege und vielem mehr. Ehrenamt funktioniert aber auch nur, wenn die Politik die Lebenswirklichkeit auch widerspiegele und dabei auch die 60% der Menschen in Deutschland in den Fokus nehmen, die nicht in der Stadt, sondern im ländlichen Gebiet leben. Stefan Weinrichs Fokus liegt zum einen auf dem Brandschutz als Pflichtaufgabe jeder Stadt und Gemeinde und wie es möglich wird, mehr Quereinsteiger in den Feuerwehrdienst zu bringen. Zum anderen stellt er fest, dass sich immer weniger Menschen bereit erklären, in Stadt- und Gemeinderäten mitzuarbeiten. Zahlreiche Positionen haben auch die Gäste bezogen. Weil das Ehrenamt ebenso wichtig ist, haben sie auch weitere Anfahrtswege in die Tenne nach Niederwürschnitz in Kauf genommen. Damit trafen sich hier nicht nur Bürgermeister, sondern auch Trainer, Mitglieder von Hilfsdiensten, dem Katastrophenschutz, Gewerkschafter und viele mehr aus ganz Sachsen. Themen waren neben den genannten auch der noch immer in Sachsen nicht wieder reaktivierte Bildungsurlaub für Ehrenamtler, ehrenamtliche Ukraine-Hilfe, Datenschutzbarrieren und viele mehr. ERZ-TV wird sich in Kürze noch ausführlicher diesem Thema widmen. Ein Team des Johanniter Förderservice ist aktuell im Erzgebirge unterwegs. Bis in den August hinein werben sie um Fördermitglieder für die Hilfsorganisation. Die Mitarbeiter können sich mit einem Dienstausweis mit Lichtbild ausweisen und haben Unterlagen mit zahlreichen Informationen zur Arbeit des Kreisverbandes Erzgebirge dabei. Die Annahme von Bargeld ist strikt untersagt. Aus den Spenden finanziert der gemeinnützige Verein Projekte für die Region in Chemnitz und im Erzgebirge. Damit sollen die zahlreichen Tätigkeitsfelder der Johanniter, wie zum Beispiel die ehrenamtliche Arbeit der Schulsanitäter und der Katastrophenschützer sowie die Kinder- und Jugendeinrichtungen des Kreisverbandes Erzgebirge unterstützt werden. Im Kreisverband Erzgebirge engagieren sich derzeit rund 180 Erzgebirge ehrenamtlich bei den Johannitern. Häufig spenden die freiwilligen Helfer hunderte Stunden Freizeit. Sie bringen Schulkindern bei, wie man bei Notfällen richtig hilft, sichern Großveranstaltungen als Sanitäter ab, werden bei Katastrophen oder Evakuierungen aktiv oder lesen Kindergartenkindern vor. Das alles kostet neben der Zeit auch Geld für Fahrzeuge, Rettungsmittel und Verbrauchsmaterialien. Nur durch die Fördermitglieder könnten das soziale Engagement der Johanniter sowie ein großer Teil der nicht polizeilichen Gefahrenabwehr auch in Zukunft noch Bestand haben, urteilt die Hilfsorganisation. Da haben sich selbst die Alpakas schick gemacht. Mit moderner Frisur und leichtem Frühjahrskleid zeigten sie sich zum Tag der offenen Tür in Gut Fürstel-Langenberg von ihrer besten Seite. Wenn auch ein anderes Tierchen auf den Plakaten auf diesen besonderen Tag hinweist, gehören sie doch seit Jahren zum Alltag in der Seniorenresidenz und bei der Alltagspflege. Dass aber der Bedarf nach Informationen über die pflegerischen Angebote ebenso da ist, zeigte das Interesse der Besucher am 10. Juni. Die Parkplätze waren voll, das Programm zog an. Eigentlich, wenn ich ehrlich bin, halte ich gar nicht so viel von Tag der offenen Türen, weil es immer so impliziert, die Türen sind zu. Und wir verstehen uns schon seit 1889 als Teil der Gesellschaft, als offene Einrichtung. Aber, das gehört nun auch dazu, wissen Sie alle, seit 2,5 Jahren hat man das Thema Corona. Und das war halt für Pflegeeinrichtungen wirklich auch schwierig. Und deswegen haben wir im Jahr 2023 gesagt, ja, wir beginnen es mit einem Tag der offenen Tür, um nochmal auch der Bevölkerung zu zeigen, wie viel Angebote wir in den Einrichtungen haben. Und
Die ganze Pflegebranche ist derzeit sehr in Bewegung. Das geht auch durch die Medien. Es wird sehr teuer. Einrichtungen geht es wirtschaftlich nicht so gut, muss ich jetzt sagen, gehören wir nicht zwingend dazu. Aber wir haben ja gerade im Bereich der Pflege, damit beschäftigen wir uns relativ selten, sondern immer dann erst, wenn es uns direkt betrifft. Und dieser Tag der offenen Tür hat auch den Sinn und Zweck, zu Pflegethemen zu beraten, selbst wenn man aktuell noch keinen Bedarf hat. Und wir stellen halt in diesem Tag heute unsere Angebote alle vor. Mit kleinen Ständchen und Blasmusik vom Musikkorps der Werkstatt Schneeberg hat die Pflegeeinrichtung diesen Tag noch abgerundet. Die wichtigste Information an alle blieb aber immer deutlich sichtbar. Bei Gut Fürstel versteht man sich als modernen Dienstleister, wo jeder, der entsprechenden Bedarf hat, seine individuellen Leistungen auch abfordern kann. Vom ambulanten Dienst über Tages- und Kurzzeitpflege, vollstationärer Pflege bis hin zum Service für alltagsgerechtes Wohnen. Geschäftsführer Michael Eisenberg sieht das Unternehmen gut aufgestellt. Und das zeigten die Mitarbeiter auch wirklich gern. Mehr zum Tag der offenen Tür ab Freitag in Guckner, unser Erzgebirge. Ein ganzer Tag zum Mitmachen. Beim Maker Festival Erzgebirge kommen Macherinnen und Macher zusammen und vermitteln ihr Wissen mit Leidenschaft und ganz praktisch. Das Areal des zukünftigen Gründer- und Innovationszentrums Buntspeicher in Zwönitz verwandelt sich am Samstag, dem 17. Juni, zum Schauplatz des Mitmachfestes für Jung und Alt. Dort, wo im kommenden Jahr innovative Firmen und viele engagierte Privatleute das ehrwürdige Gebäude der Stadt mit Leben füllen sollen, treffen sich Mitte Juni knapp 20 Aussteller und zeigen den ganzen Tag, was mit Technik und tollen Ideen alles möglich ist. An verschiedenen Mitmachstationen gestalten und experimentieren unsere Gäste und hauchen beispielsweise alten Materialien neues Leben ein, bauen clevere Lösungen für den Alltag und sorgen für viele Aha-Momente. Neben vielen Attraktionen kümmert sich die Brauerei Zwönitz um die Gaumenfreuden an diesem Tag und auch der Eintritt ist selbstverständlich kostenfrei. Das Programm ist im Netz unter www.makerfestival-erzgebirge.de einsehbar. Haar mit Land und kluge Sprüch. Kleine Sorgen machen viele Worte, große sind stumm. Sprichwort. Die Folianten vergilben, der stete gelehrter Glanz erbleicht, aber das Buch der Natur erhält jedes Jahr eine neue Auflage. Hans Christian Andersen. Ja, und damit sind wieder ein paar Euro im Phrasenschwein gelandet. Jetzt gehen ein paar Grüße raus nach Karlsfeld. Dort gibt es eine Feuerwehrkapelle. Die müsste in diesen Tagen auf 95 Jahre ihres Bestehens zurückblicken können. Vor 5 Jahren jedenfalls wurde der 90. Geburtstag ganz groß gefeiert. Und alle kamen zum Gratulieren. Daran wollen wir erinnern. Das 90-jährige Bestehen der Feuerwehrkapelle Karlsfeld war am 10. Juni Anlass für 170 Musikantinnen und Musikanten des Feuerwehrkreisverbandes Erzgebirge in den westlichsten Ort des Erzgebirgskreises zu reisen, um ihren Musikkollegen ein entsprechendes Ständchen zu überbringen. Die Vielfalt der Blasmusik war an diesem Nachmittag kaum zu überbieten. Von böhmisch bis modern wurde alles im vollbesetzten Festzelt auf dem Sportplatz in Karlsfeld geboten.
Der Feuerwehrmusikzug Neukirchen-Adorf, das Musikkorps der Stadt Olbernhau, das Blasmusikorchester der Freiwilligen Feuerwehr Schönfeld, die Wittstorfer Blasmusikanten der Freiwilligen Feuerwehr, die Schallmainkapelle Steinbach, der Fanfarenzug der Stadtfeuerwehr Annaberg-Buchholz und natürlich die Gastgeber von der Feuerwehrkapelle Karlsfeld boten jeweils eine halbe Stunde Kostproben aus ihrem aktuellen Programmen. MDR-Radio Sachsen-Moderatorin Heike Leschner moderierte den Nachmittag in bewährter Weise, nun schon zum vierten Mal, und freute sich über das familiäre Zusammenkommen der Feuerwehrmusiker im Erzgebirge. Das große Finale bildete das Abschlusskonzert aller 7 Feuerwehrmusikzüge des Erzgebirges. Titel, welche von den Musikanten gemeinsam dem begeisterten Publikum präsentiert wurden, waren unter anderem der Marsch »In Harmonie vereint«, der Michael-Jackson-Song »Heal the World« und natürlich die Hymne des Erzgebirges, der Steigermarsch. Voll zufrieden zeigte sich nach dem Verklingen der letzten Töne Fachbereichsleiter und Kreisstabführer Udo Brückner, bei dem die Fäden der Organisation auch beim 5. Kreisfeuerwehrmusiktreffen zusammenliefen. Er hob dabei die hervorragenden Bedingungen hervor, welche die Musikzüge vorfanden. Einen besonderen Dank sprach Brückner dem Kreisfeuerwehrverband Erzgebirge e.V. aus, welcher die finanziellen Mittel bereitstellt, um solch ein Treffen aller 2 Jahre zu ermöglichen. Kein anderer Landkreis in Sachsen investiert derart in seine Feuerwehrmusik. Diese Treffen und auch das Abschneiden bei Landeswettbewerben zeigten, so Brückner, dass die Feuerwehrmusik im Erzgebirge ein wichtiger Bestandteil des kulturellen Lebens in den Städten und Gemeinden ist und die Unterstützung hier Früchte trägt. Wie in die Jugendfeuerwehren finden auch in die Musikzüge immer mehr Kinder und Jugendliche, um hier einer sinnvollen Freizeitbeschäftigung nachzugehen und gemeinsam Freude zu haben und auch Freude zu verbreiten. Wunderbar, dass die Traditionen noch weiterleben können. Ich darf jetzt nochmal fragen, wann war das? In welchem Jahr musste das Gebäude der Meinertschen Spinnmühle einer Baumwollspinnerei in Lugau abgerissen werden? Noch ganz kurz Zeit zum Miträtseln. Wir schauen uns das nochmal an. Das war sie einst, die Meinertsche Spinnmühle in Lugau. 1812-13 für die Brüder Meinert als Baumwollspinnerei errichtet. Sie war die letzte der eindrucksvollen Fabrikbauten des aus Chemnitz stammenden und in Schlettau begrabenen Architekten Johann Traugott Lohse, dem auch die Kirchen von Reichenbrand und Grünhain oder auch der Turmhelm an der Annenkirche Annaberg zugesprochen werden. Nun liegt sie in Schutt und Asche. Einerseits für die Lugauer Einwohner kaum ein Thema und schon gar kein Problem. Andererseits eine Katastrophe für Denkmalschutzorganisationen. Die sahen in der Meinertschen Spinnmühle das Potenzial, einer der baukulturellen Leuchttürme des Erzgebirges zu sein. Denn Erbauer Lohse gilt als erster sächsischer Industriearchitekt des Klassizismus. Naja, das ist schon ein bisschen ein trauriger Anblick, ne? Und da schlagen im Bürgermeister jetzt auch so ein bisschen 2 Herzen in der Brust. Denn Fakt ist ja eins. Als vor über 200 Jahren die Gebrüder Meinert hier diese Investition getätigt haben, hat definitiv die Industrialisierung in Lugau Einzug gehalten. Ne? Bis dahin war Lugau ein landwirtschaftlich geprägtes kleines Dorf. Und mit diesem Bauwerk kam die Industrialisierung in unseren Ort noch weit vor dem Steinkohlenbergbau, der ja erst über 50 Jahre später nach Lugau gekommen ist. Und deshalb hat das natürlich für Lugau schon eine recht große Bedeutung. Dazu kommt noch dieser Aspekt, dass es ja in dieser Zeit noch keine typische Industriearchitektur gab. Und deshalb haben sich damals ja die Architekten noch so an Schlössern, an Kirchen, an Herrenhäusern orientiert. Und insofern war das also auch von der Architektur her schon etwas Besonderes. Insofern traurig an dieser Stelle. Auf der anderen Seite, und das ist jetzt das andere Herz in der Brust, der Sicherheitsaspekt. Der war in den letzten Jahren immer schwieriger. Ja, das Dach war zuletzt an 2 Stellen eingebrochen und die Gefahr war wirklich groß, dass hier auch Leute
zu Schaden kommen. Und deshalb muss ich einfach sagen, es war nicht mehr aufzuhalten. Was sich hier über Jahrzehnte auch im Leerstand entwickelt hat, musste jetzt einfach reagiert werden. Und deshalb auch Verständnis für diese Entscheidung jetzt durch das Landratsamt für den Abriss. Jahrzehnte des Leerstands haben an der Substanz genagt. Nach der Wende hatte ein Italiener das Bauwerk von der Treuhand gekauft, es aber sich selbst überlassen. Die Stadt hatte versucht, Möglichkeiten zum Erhalt zu finden, aber vergebens. Ich habe mir erzählen lassen hier von den Nachbarn, dass der auch in den 1990er Jahren hier und da noch mal da war oder ab und zu noch mal hier war. Aber danach war Funkstille und wir haben es zumindest über den Brief Verkehr versucht, noch an ihn ranzukommen und auch Angebote zu machen, zu sagen, gib's uns für wenig Geld oder wie auch immer. Da gab es keine Reaktion. Es fand dann später nochmal ein Verkaufsversuch statt an einen deutschen Interessenten, aber der ist dann nicht zustande gekommen aus verschiedenen Gründen. Und insofern hat sich natürlich über Jahre gezogen, aber keine Chance, auch hier ins Eigentum zu kommen für uns. Darum musste die Bauaufsicht des Erzgebirgskreises handeln. Das dazu benötigte Geld reichte aber nur für einen Totalabriss. Keine Chance, über sehr aufwendige Teilabrisse historische Substanz zu erhalten. Also es war keine Ad-hoc-Entscheidung, zumal in der Bauaufsicht sowohl die Denkmalschutzbehörde als auch die Bauaufsicht integriert sind und hier ein Interessenkonflikt sicherlich vorlag. Das heißt, bauaufsichtliches Tätigwerden, baupolizeiliche Gefahrenabwehr im Zuge der bauaufsichtlichen Maßnahmen und auf der anderen Seite natürlich die Wertigkeit des Denkmals aus denkmalfachlicher Sicht. Seit Bekanntwerden der akuten Missstände im Januar haben wir natürlich auch dort entsprechende Erwägungen treffen müssen. Und letztlich das Gutachten eines Prüfsachverständigen für Baustatik eingeholt, der dort nochmals den akuten Handlungsbedarf und den Erhalt des Denkmals verneint hat. Auch eine sogenannte Ruinensicherung kam nicht in Frage. Dafür fehlten die Geldgeber. Selbst das sächsische Innenministerium wollte dafür kein Geld mehr ausgeben. Nun sind die Denkmalschützer verärgert und haben eine Diskussion entfacht, ob wirklich nicht alle Möglichkeiten ausgelotet wurden. Für Bürgermeister Thomas Weikert ist aber klar, die Denkmalschützer haben immer in verschiedene Richtungen argumentiert, auch das Land Sachsen, Landratsamt etc. Für die Stadt Lugau definitiv eine Nummer zu groß. Wir sind bemüht, wenn man sich die Stadt anguckt, ob das das Bahnhofsgelände ist, die Gleisanlagen in Arbistenbrand, was ja auch Industrie, Kultur ist, wenn man so will. Die Villa Fatius aus industriellen Familie haben wir saniert. Die Feuerwehr, dort haben wir uns für diesen Standort bekannt, weil wir gesagt haben, das ist ein stadtbauliches, wichtiges Gebäude. Das wollen wir erhalten. Also wir sind da schon bemüht, auch in diese Richtung aktiv zu sein und solche Gebäude auch zu erhalten. Aber es muss natürlich auch eine Nutzung geben, die der Stadt letzten Endes auch dient. Und das war ja einfach nicht gegeben. Ja, und deshalb haben wir uns dann auch nicht weiter bemüht, weil das wäre für uns nicht zu schultern gewesen. Und so lebt die Meinertsche Spinnmühle am Nordrand des Erzgebirges nur noch in Erinnerung und auf Bildern fort. Bilder zumindest wurden ja gesammelt und werden im Archiv der Stadt aufbewahrt. Auch das ist eben Denkmalschutz, wenn auch anders. Und nun die Auflösung. Die Meinertsche Spinnmühle wurde vom 9. bis 15. Juli 2016 abgerissen. 7 Jahre ist das nun schon her. Und genau so ist es vielen Objekten gegangen. Nach der Wende wurden Gebäude und Flächen für ein Apple und ein Ei gekauft, große Pläne verkündet, aber nie umgesetzt und die Gebäude einfach sich selbst und der Natur überlassen. Die Bergzeit vom Donnerstag überlassen wir nicht anderen, die machen wir selbst und zwar für Sie. Darum freuen wir uns, wenn Sie wieder einschalten, wenn Sie wollen, ab 20 Uhr zu jeder vollen geraden Stunde und schon 17.30 Uhr bei Sachsen 1. Bis dahin, Glück auf!
Sie sind kreativ, interessieren sich für Medien und haben Lust auf berufliche Veränderung? Kabeljournal sucht Medienberater für das Erzgebirge und das Umland zur Weiterbildung in den Bereichen Print, Fernsehen und Online-Social Media. Bewerbung einfach per E-Mail an büro@kabeljournal.de. Medienberater, ein vielseitiger, sicherer und interessanter Job bei Kabeljournal ErzTV. Heimat, Wissen, aktuell. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosa Xan. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Wir haben dafür gesorgt, dass sie in Verbindung bleiben. Dass unsere Kinder weiterlernen können. Dass sie ihre Geschäfte erledigen können. Wir haben sie entspannen lassen. Spielen lassen. Haben Spaß gebracht und manche Langeweile bekämpft. Dafür haben wir uns richtig krumm gemacht. Für Highspeed-Internet bei Ihnen zu Hause. Über Ihr Fernsehkabel mit KM3. Bestellen Sie jetzt Ihren Anschluss an die Zukunft. Mit KM3. Verfügbarkeit, Beratung, Tarife und Bestellung auf km3.de. Per Telefon oder bei einem unserer Servicepartner vor Ort. KM3. Ihr Anschluss an die Zukunft.